Recht herzlich willkommen zur 30. Folge von Factorio. Ja, letztes Mal haben wir zugesehen, dass der Kreislauf hier funktioniert. Aber so ganz hat das nicht geklappt, Bernig, weil wir haben immer hier noch keine Forschung am Laufen. Weil er damit den Elektroteil nicht absetzen kann, ne? Das ist ein bisschen doof, oder? Die anderen Teile, die stocken hier gerade. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, komm, wir sammeln hier was ein. Aber wir brauchen dafür diesen hier brauchen wir dafür. Intelligenten Knickarmroboter. Dann würde ich mal sagen, den nehmen wir weg, bauen den Intelligenten dahin. Und dem sagen wir gleich, was er einsammeln soll. Und zwar diese hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wofür das hier gut ist. Das müssen wir mal schauen dann, ne? Was soll er dann noch nehmen? Sollte auch die nehmen? Ne, die sollen da oben noch vorbeigeschickt werden, ne? Ich glaube, das war's erst dann. Lass ihn mal das einsammeln. Kann man das auch abbrechen? Wohl nicht, ja? Können noch was anderes einsammeln, okay. Gucken wir hier mal durch. Ich sehe jetzt nicht hier was, was ich sagen würde, das ist es, was wir einsammeln. Ja, da sind ganz viele Sachen, ne? Aber das muss eigentlich alles im Kreislauf bleiben. Obwohl, das können wir noch nehmen. Dann kommen, wenn wir schon dabei sind, gucken wir noch weiter. Stahlträger. Ne, der Rest muss laufen. Das haben wir auch im Auftrag. Und der andere Zeug kann alles so bleiben, glaube ich, erstmal. Oder hier, ne? Computer. Ich kann auch nicht weg. Interessant, ne? Ah, Rechtsklick löschen, alles klar. So, die drei Sachen packt er dann rein momentan. Muss ich Escape drücken, damit das weggeht. So, jetzt muss ich nur gucken, dass da genug Platz für ist, ne? Also die kann er. Die sind hier drinnen, die sind verkehrt. Und die sind hier auch verkehrt drin, würde ich mal sagen. Die holen wir mal raus. Das hier ist ganz sicher auch nicht hier der richtige Stelle. So, das nehmen wir auch mit. Den Rest lassen wir erstmal drin. Da ist erstmal genug Platz. Er packt auf jeden Fall was ein. Entweder rote oder die Eisenstangen, denke ich mal. Aber ist alles gut. Da kommt ein roter, den packt er sich. Vorher war noch irgendwas anderes. Aber er sammelt erstmal ein. Und was wird hier jetzt produziert? Na, das Falsche, ne? Ja, den müsste man eigentlich auch austauschen, ne? Diesen hier. Kann ich noch einen bauen davon? Ja, dann bauen wir den noch. Und passend gedreht. Und einmal angeklickt, damit wir Kupfer aussuchen können, ne? Wo ist das? Fertig. So, mehr nimmt er da nicht raus. Und dann müssten wir hier das Kupfer gerade reinlegen. Nee. So machen wir das jetzt.
Okay, da wird jetzt Kupfer gemacht. Das ist erstmal entscheidend. Ich sehe gerade, da ist noch eine Kiste. Oh, noch mehr Zeug. Aber hier haben wir erstmal das drin, ne? Ist da noch irgendwas, wo ich sagen würde, das muss raus? Nein. Und die können wir definitiv da einlegen. Dann gibt es auch wieder Elektroteile erstmal. Das kann ich nicht ablegen, ne? Momentan ist die Zahnradproduktion viel zu hoch, ne? Tja. Da können wir einiges mehr produzieren, aber so wirklich brauchen wir das gerade alles nicht, ne? Ich würde es momentan einfach so lassen, ne? Der macht gerade nichts. Gut. Zahnräder weniger und wo wurden denn die Dingens produziert? Hier, die Förderbänder. Nee. Kommen auch hier oben weg. Aber irgendwie nicht. Die wurden hier produziert, ne? Das ist jetzt alles schneller, oder was? Nee. Ach hier, er packt die um. Alles klar, damit er da oben Futter hat, ne? Genau, alles gut also. Gut. Dann werden die ja auch weiter rübergebracht. Ah, wir wollten hier noch was bauen, damit das klappt, ne? Und da würde ich den jetzt mal sagen, setzen wir den anders. So, ne? Ah, jetzt müssen wir nochmal den Strommasten verändern. So, jetzt geht das. Wollen wir hoffen, dass jetzt richtig funktioniert. Und, nee, das haben wir ja schon gemacht. Das mit dem Fließband geht jetzt hier lang. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Wo müssten jetzt Elektroteile rein? Nirgendwo da. Nicht. Hier werden Elektroteile gebraucht. Für Knickarmroboter. Die sind aber da und jetzt geht's da auch dann voran, oder? Der packt rein und die packen auch raus und das funktioniert auch. Alles gut also. So, was fehlt uns jetzt hier, dass es vorangeht? Grüne Tränke, aber die kommen da auch, sehe ich gerade. Dann ist das also auch erledigt. Müssen wir nur wieder gucken, dass genug da ist. Haben wir denn noch was hier, was da rein kann? Ja, die roten Tränke wären es aber. Können wir die da alle reinpacken? Tatsächlich. Gut, dann lassen wir die da dran. Ah, zweite geht auch schon. Da kommt noch eine grüne Flasche. Läuft die Forschung erstmal wieder, ne? Da ist noch eine grüne Flasche, die wandert da vorbei und da auch, das heißt, wir gehen die dritte an. Okay, da ist eine grüne. Vorbei. Wird genommen. Vorbei. Vorbei. Wird genommen. Wird genommen. Da kommt die Grüne. Okay. Dann nimmt Grün, oder? Ja. Sieht aber jetzt besser aus. So,
Elektroteile sind ein bisschen mager, ne? Warum laufen die nicht? Wo fehlt's dran, ne? Am Kupferkabel. Wo fehlt's denn hier am Kupferkabel? Am Kupfer. Es ist gar kein Dingens mehr da, ne? Und dann läuft der Kupfer. Das Band lichtet sich auf jeden Fall. Ja, jetzt laufen drei Forschungsstationen und gleich ist die Forschung durch. Das kann nicht mehr lange laufen, ne? Muss jeden Moment fertig sein. Dann haben wir ja die Aufgabe vielleicht sogar schon ersetzt, oder? Ne, Eisenbahn, dann heißt es, den hier zu machen. Gut, also nochmal eine Runde. Kriegen wir aber auch. Kupferplatten kommen auch, das heißt, es müsste hier jetzt weitergehen. Ja. Ja, dann kommen auch wieder die Teile für den Dingens, sag schon. Die Platinen. Also alles gut. Forschung sind wir richtig gut. Danach Zugsignale. Weiß nicht, ob wir die auch brauchen. Müssen wir dann gucken. Der zweite ist voll, der dritte nimmt's. Der erste ist voll, der zweite ist nicht voll. Da kommt wieder einer, der erste braucht den aber. Mal gucken, da kommen wieder zwei Grüne. Der erste läuft bis zur dritten Position durch. Der nicht mehr. Kommt wieder ein Grüner. Der erste hat ihn sich geschnappt. Kommen zwei Grüne. Gucken, wie weit er durchläuft. Ach, der erste hat ihn noch genommen. Dann wird es schwierig, dass wir bis zum dritten das Grün noch schaffen. Also der läuft beim ersten, würde ich mal hoffen, durch. Ja, beim zweiten auch, dann kriegt der dritte den. Läuft durch, der nimmt ihn. Hier kommt noch ein Grüner. Wird beim ersten abgefangen. Ja, zurzeit läuft's gut, oder? So, da sind zwei Grüne. Ja, bis dahin nur gekommen. Aber drei Forschungslabore laufen und eins ist in Reserve, das ist ja dann auch okay, ne? Kommen wir auch mit klar. Der kommt, der hat nicht gekriegt. Der hat ihn gekriegt, der erste holt ihn sich da. Na, okay. So. Hier sind die Knickarmroboter in Arbeit. Ich glaube, es ist kein Kupfer mehr da. Wieso kann der? Ach so. Ja, dann hat das ja hier auch keinen sittlichen Nährwert. Der ist es, ne? Ja. Würde ich den jetzt mal wegnehmen und das gleiche machen wie vorhin. So. Ein Knickarmroboter. So hin und dann passt es, oder? Dann können wir den da auch reinlegen.
Passiert jetzt aber nichts, oder wie? Muss erstmal leer werden, oder was? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall kommt's da. Hier unten hapert's jetzt gerade. Nur einer forscht. Wahrscheinlich, weil keine Platinen da waren. Roboter ist gerade gekommen. Ja, Roboter fehlen da. Die werden jetzt aber wieder produziert. Ah, jetzt ist einer reingekommen, oder? Ja, genau, so sieht's aus. Ja, jetzt geht's wieder voran. Gut, dann wird wahrscheinlich gleich wieder hier mehr laufen. Okay. Ja. Sieht ganz gut aus momentan. So, da läuft das zweite jetzt an. Gut, geht auch wieder voran. Super. Wie sieht's hier aus? Achso, da muss ich hier gucken, wie viel. Zahnräder sind etwas knapp. Das heißt, Zahnräder gibt's ja auch hier, ne? Nee. Da sind sie. Und jetzt hat er ordentlich zu tun. So, und jetzt müssten hier wieder Zahnräder mehr reinlaufen, ne? Ja. Dann laufen auch mehr Förderbänder. So. Wie viel sind denn hier an Förderbändern schon da? Das ist die Frage, ne? 36, das ist ja schon mal was, ne? Gut. Ja. Forschung geht weiter. Alles prima. Was haben wir hier drin? Oh, da haben wir noch irgendwas. Geschwindigkeitsmodul 3. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche. Haben wir aber. Gucken wir mal gerade hier. Munitionsmäßig ist das alles prima noch. Wir haben doch hier Munitionsproduktion gehabt, ne? Ja, aber... Stahlplatten? Kommen da gar nicht mehr hin. Interessant. Warum hat denn der hier keine Stahlplatten jetzt genommen? Die laufen doch auch da lang. Versteht jetzt keiner. Aber jetzt erstmal egal. Produktion läuft. Und ich würde sagen, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.